Ja, wahrscheinlich haben Sie sich schon gedacht, dass die Frage so ein bisschen rhetorisch gemeint ist. Ist das alles der Mühe wert? Weil sonst säße ich ja nicht hier irgendwo. Vermutlich. Ne? Also insofern kommt da schon diesmal vorweg ein herzhaftes Ja. Aber ich werde da schon noch ein bisschen im Detail auch auf die Beantwortung der Frage eingehen. Was mir so ein Anliegen war, ist eigentlich diese ganze Frage der Mühe, die im spirituellen Leben ja eine große Rolle spielt auch, die mal genauer zu gucken. Und wirklich so von verschiedenen Seiten. Und ich dachte, ich mache erst noch mal klar, wir haben dieses Halbjahr wirklich eine Reihe, die sich mit Ethik, mit buddhistischer Ethik befasst. Und vielleicht war auch jemand schon im Januar da, als Dharmadeva so den ersten Vortrag über Ethik gehalten hat, die Tücken der Ethik. Bei der buddhistischen Ethik können wir ja einfach mal so jetzt als, da ist viel zu sagen, aber so als grobe Leitlinie, wir haben diese 5 Vorsätze. Und dazu wird es zum Teil direkt zu den Vorsätzen, zum Teil rundum und mehr umfassend wird es in diesem Halbjahr noch weitere Vorträge geben. Also ich sag einfach mal, weil das spielt für das Thema heute auch eine Rolle, was es da so gibt. Da haben wir erstmal, wir bemühen uns jetzt alle gewaltlos zu leben. Oder jetzt positiv ausgedrückt, was auch immer uns begegnet, dem mit liebevoller Güte, mit Metta zu begegnen. Buddhisten bemühen sich, also haben so den Vorsatz, nichts Nichtgegebenes zu nehmen. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Also so, wenn man es kurz fassen will, würde man sagen, nicht stehlen. Aber das nichts Nichtgegebenes zu nehmen, da sind noch mehr Sachen drin, die man bei Nichtstehlen vielleicht nicht bedenkt. Also wirklich einfach gucken. Och ja, wenn ich von jemand was will und ohne zu fragen so jemand die Zeit wegnehme, das würde da auch reinfallen. Also das, insofern ist manchmal eine komplizierte Formulierung ganz hilfreich. Und positiv gesehen bemüht man sich, einfach möglichst großzügig zu sein. Das ist eigentlich ganz spannend, dass man in der buddhistischen Ethik nicht nur so Verbote hat, sondern immer was, wie man trainiert und übt, wie man eine Haltung kriegt, die einen dann gar nicht so in die Bredouille bringt. Zu dem Thema keine Gewalt wird es zum Beispiel einen Vortrag zu Ernährung geben. Was hat Ernährung mit Ethik zu tun? Dann gibt's als dritten Vorsatz kein sexuelles Fehlverhalten. Und einfach, dass man sowas wie Zufriedenheit hat. Also man sagt im Positiven mit Stille, mit Schlichtheit und mit Genügsamkeit versuche ich zu leben. Da wird mir Natchandra einen Vortrag zu halten, was so dieses ganze Thema Beziehung, Sex in buddhistischer Ethik für eine Rolle spielt. Das ist, glaube ich, im Juli. Dann ist die Frage von Sprache ganz wichtig. Also da ist auch, dass man sich bemüht, also wahrhaftig zu sein, sobald man irgendwie kann. Zu Sprache gibt es aber dann auch noch Feinheiten, die eine Rolle spielen. Dazu wird Suchimanasa einen Vortrag halten. Und dann gibt es den 5. Vortrag, dass man darauf verzichtet, irgendwas zu nehmen, was die Klarheit des Geistes beeinträchtigt. Also Drogen aller Art, was jetzt nicht nur Substanzen sein müssen. Das kann auch völlig exzessives Fernsehen oder sowas sein. Also alles, wo man nicht wirklich hingucken will, was sich eigentlich im eigenen Geist abspielt. Und das Gegenstück ist, was wir immer dann hellwache Achtsamkeit nennen. Also wenn man die jetzt schon mal nimmt, kann man sich eigentlich klar machen, wenn man ein buddhistisches Leben führen möchte, wenn man möglichst ethisch sein möchte, schon allein damit hat man reichlich zu tun und braucht man einiges an Tatkraft. Und wenn man dann bedenkt, dass wir ja also gerne auch vom dreifachen Pfad sprechen, also mal den achtfachen noch beiseite, das ist, ne, aber der dreifache Pfad, das ist Ethik, damit fangen wir an, also was ich hier genannt habe. Das ist
Meditation hat man auch einiges mit zu tun. Und das ist Entwicklung von Weisheit. Das ist einfach auch erstmal lernen, kennenlernen, hören, mit anderen besprechen, wirklich lernen, tiefer in sich einsinken lassen und dann wirklich gucken, was es macht. Also nicht nur so einen Kopf lernen, sondern sich wirklich berühren lassen. Auch um da dran zu bleiben, braucht man ordentlich Tatkraft. Also es ist Mühe verbunden mit dem buddhistischen Leben. Wahrscheinlich mit Leben überhaupt. Nicht nur dem buddhistischen. Also in diesem Kontext Ethik spielt jetzt Mühe, und der Untertitel war irgendwie so die Bemühung, Mühe, Virya ist der Fachausdruck, der spielt eine ziemliche Rolle. Und was ich jetzt vorhabe, heute Abend so zu machen, ist diese Tatkraft, Virya, also wie auch immer das ist, da gehe ich gleich noch ein bisschen in die Details, mal von verschiedenen Ecken zu beleuchten. Ich werde da erstmal anfangen mit dem Begriff. Da gibt's nämlich unglaublich viele und auch recht unterschiedliche Übersetzungen zu. Wenn man die genau anguckt, sind die nicht gegensätzlich, die kommen einem aber manchmal auf Anhieb so vor. Und das ist ganz wichtig für sich, denke ich, dann immer auch einen sprachlichen Ausdruck für was, was man selber üben möchte, zu finden, der einem eher hilft dabei und nicht der einen abschreckt. Und das war mit ein Grund, weshalb ich mich für das Thema so erwärmt habe. Ich bin von dem Begriff Mühe jahrelang furchtbar abgeschreckt gewesen. Also das fand ich ziemlich unattraktiv, muss ich gestehen. Und dann viel später kriegte das also so eine Drehung und dann fand ich das eigentlich eine hocherfreuliche Sache. Also das ist wirklich, dass ich dachte, ach, und was passiert war, dass ich also auf einen anderen Begriff gekommen war und dann ging's plötzlich. Also das ist ganz spannend für einen selber auch mal zu erforschen, wie gehe ich denn eigentlich mit dem, was mir da ja erstmal vielleicht auch ein bisschen fremd begegnet im Buddhismus, wie gehe ich damit um? Ja, danach werde ich einfach mal so verschiedene Sachen nebeneinander stellen. Ein paar sehr vorläufige Anmerkungen, wo ich hingekommen bin, als ich so über Mühe nachgedacht habe. Warum habe ich so einen Widerstand gegen dieses Wort eigentlich? Und dazu habe ich jetzt tatsächlich, der Buddha wird nichts dagegen haben, die Bibel mitgebracht. Gar nicht, um gegen die Bibel zu wettern, sondern um einfach da so ein paar Zitate, die mir plötzlich in den Sinn kamen, nochmal rauszufinden, die für mich sich verbinden mit Mühe und die ich wahrscheinlich so ganz hinten abgespeichert habe, irgendwo ganz unten. Das ist nichts, was so offensichtlich mein Leben bestimmt hat. Aber da schleicht sich sowas ein, was es mir schwer macht. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Unterschied zwischen christlicher und buddhistischer Ethik zu tun, wie man da rangeht. Deshalb werde ich von da dann einiges zu einer anderen Übersetzung sagen, die also viel mehr mit Energie zum Guten zu tun hat. Das ist nämlich auch eine andere Übersetzung. Und da hört sich das ja schon ein bisschen anders an. Und zu guter Letzt dachte ich, werde ich dann doch ordentlich versuchen, die Frage des Vortrags, des Titels des Vortrags beantworten zu lassen, nämlich ob das alles wirklich der Mühe wert ist. Und da dachte ich, da gebe ich dann dem Buddha das letzte Wort. Der hat das also auch mal, es muss eine Frage gewesen sein, die immer schon Buddhisten, also auch zu seinen Zeiten umgetrieben hat. Und da werde ich einfach so ein Zitat vorlesen. Ja, zu dem Begriff Virya, also, oder Virya, also das ist immer Pali und Sanskrit, die haben meistens so einen ganz kleinen Unterschied.
Also ein ganz zentraler Begriff, speziell auch für Ethik. Also insofern passt der sehr schön in diese Reihe über die einzelnen ethischen Vorsätze, weil eigentlich braucht man Wirja für alles. Man braucht für das ganze spirituelle Leben Wirja. Und vom wenn man ins Lexikon guckt, findet man zuerst was uns vom also diejenigen, die so von Latein noch ein bisschen eine Ahnung haben, da ist in vir viril, männlich, sowas drin. Und das ist auch in der ursprünglichen im Sanskrit und im Pali drin. Ganz wörtlich übersetzt heißt es wie ein starker Mann oder ein Held. Und dann gibt's ganz viele weitere Möglichkeiten, das zu erklären. Also, es wird erklärt als eine vorwärts treibende Kraft, die man hat. Als ein Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit. Was ich persönlich ganz schön finde und was mir mal sehr geholfen hat, sozusagen die Kurve zu kriegen und plötzlich zu denken, auch das ist ja nun wirklich eine Zauberkraft sozusagen, das war der Begriff Energie zum Guten. Das fand ich einen ganz, ganz schönen Begriff. Oder auch manchmal wird auch zum Geschickten. Also so geschickte Mittel. Man sagt immer, der Buddha hat und Bodhisattvas üben geschickte Mittel. Die wissen ziemlich genau, was richtig ist und was jetzt in dem Sinne, also geschickt ist, in dem Sinne, dass es jemand weiterhilft auf dem Weg. Virya gilt auch als, also jetzt von der Bedeutung her, als ganz identisch mit dem, was im achtfachen Pfad vorkommt. Die schon mal sich so mit diesen Sachen beschäftigt haben, wird das vielleicht interessieren. Da heißt das dann Samavayama und heißt rechte Anstrengung oder auch vollkommene Bemühung. Und das spielt eine große Rolle für den ganzen Pfad, der einen im buddhistischen Leben begleitet. Und dann ist es auch wieder dasselbe wie die sogenannten Padanas, also die vier Bemühungen. Da haben auch vielleicht schon mal welche von gehört. Ich sag jetzt mal hier ruhig so ganz viel. Es kommen gleich noch mehr Listen, aber um einfach zu sehen, das spielt überall eine Rolle. Bei den vier Bemühungen geht es darum, dass man, wenn man unheilsame Gedanken, dass man die vielleicht gar nicht erst aufsteigen lässt. Dass man vorhandene unheilsame Zustände, Gefühle, Gedanken, dass man die entweder vertreiben oder auch transformieren. Das Zweite kommt mir immer sinnvoller vor, weil die kommen ja wieder, wenn man so versucht, sie zu vertreiben. Heilsames erhalten können. Oder dass man eben das, was noch nicht da ist, dass man heilsame Gedanken, dass man irgendwie schafft, die so zu erwecken. Ja, also da spielt es auch eine Rolle. Dann gibt es wieder eine andere Variante, da kommt dann sowas wie Fleiß ins Spiel. Also Fleiß, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit. Also das ist alles in dem einen Begriff drin. Irgendwo wird dann netterweise mal auch, also wo wir schon anfangs diesen männlichen Held hatten, wird dann also irgendwie beschrieben als, es geht nicht vorrangig um physische Stärke, also wir müssen jetzt nicht täglich drei Bäume ausreißen, sondern es geht um eine gewisse Charakterfestigkeit im andauernden Bemühen zum Wohl aller Wesen. Also mehr eine innere Haltung. Und sehr schön fand ich auch, also Virya ist einfach, dass man sowas entwickelt hat wie eine starke Neigung zum Heilsamen hin. Dass man einfach merkt, ach, man kann ja schön eine gute Gewohnheiten entwickeln und irgendwann ist das dann richtig so eine Neigung. Also ich möchte das auch. Und überall wird betont, wenn es denn fehlt, ist es ganz schrecklich, weil dann fallen wir zurück in Hindernisse aller Art und dann geht's uns irgendwie nicht wirklich gut. Also es geht uns auch wirklich selber nicht gut damit. Uns fehlt irgendwie auch so der Antrieb, überhaupt sich zu bemühen.
Was ich wichtig finde, ist, dass, also wenn man so ein Thema hat, so was rausgegriffenes, so um einen Begriff, dann vergisst man manchmal, dass die ja in der Regel Teil von ganzen Paketchen sind. Und man kann sagen, Virya ist auch so was wie ein ganz aktiver Ausdruck von dem, was wir als Shraddha kennen, als so was wie ein gläubiges Vertrauen. Das ist die drei Juwelen, den Buddha, den Dharma, also die Lehre des Buddha, und den Sangha, die Gemeinschaft derer, die danach zu leben versuchen, dass es die auch gibt. Und es ist auch ganz eng verschwistert und kommt da oft so quasi paarweise vor mit Geduld. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es geht nicht nur darum, also mit großer Energie oder auch Mühe und Anstrengung an Dinge ranzugehen, sondern gleichzeitig auch eine viel empfänglichere Qualität zu entwickeln. Das eine ist ja sehr aktiv und rausgehend, wie Geduld, wie ein Ausdauern, wie ein auch mal einfach was aushalten und wie auch erwarten können, was kommt. Und was zu Virya auch noch wichtig findet, Virya wird immer beschrieben als ein Grund zur Freude, und Virya wird manchmal sogar selber als Enthusiasmus übersetzt. Ich fand es schon, das war ein bisschen mehr fast, als ich ursprünglich erwartet hatte. Also das ist ein sehr, sehr vielschichtiger Bereich, wo man wirklich hingucken muss. Und ich finde, es lohnt auch, wenn man immer mal anguckt, ja, was ist das eigentlich? Ne? Ich mühe mich hier ja ab, aber was spielt da alles rein? Was ist da anderen schon mal aufgefallen? Und das hilft einem ja dann nachzugucken, fällt mir das auch auf? Ist das was, was ich vielleicht auch erlebe oder eben nicht? Manchmal erlebt man ja Sachen erst dann, wenn man überhaupt eine Ahnung hat oder eine Brille hat, durch die man bestimmte Dinge sieht. Und denkt, ach ja, wenn ich das höre, doch, kenne ich auch. Doch, doch, das kommt schon vor. Und dann hat man einfach wieder einen viel weiteren Blick auf das Thema. Virya spielt in einem großen Teil dieser berühmten buddhistischen Listen. Also es gibt im Buddhismus, für die, die jetzt nicht so vertraut damit sind, immer Listen. Also nicht jetzt so heimtückische Listen, sondern richtig Listen, erstens, zweitens, drittens, über Qualitäten, über das, was man tut. Und das hat einfach damit zu tun, dass der Buddhismus viele, viele hundert Jahre mündlich übertragen wurde. Und da musste man sich das wirklich auch zum Teil die Lehren auswendig lernen, weil es keine Bücher gab. Ich habe das ja bequem, ich kann immer mal nochmal nachgucken. Und wenn man irgendwie eine Liste hat, dann das geht besser auswendig zu lernen. Und das macht einem aber auch klar, wenn man die hat, wo spielt denn jetzt das überall eine Rolle? Und ich habe das eben schon, das hatte ich eben schon gesagt, also in dem edlen achtfältigen Pfad, das ist ja nur wirklich mit dem einem wirklich beschrieben wird, wie man Buddhismus leben kann, da spielt es eine große Rolle, also neben rechtem Lebenserwerb, rechter Anschauung, rechter Emotion, da ist dann also auch irgendwo rechtes Tun, da spielt Virya auch wieder eine Rolle. Und das ist wieder sowas, was alles andere, was einem hilft, alles andere auch zu tun. Also man braucht es für alles. Dann ganz wichtig ist es bei den sogenannten fünf Geistesvermögen, fünf Indriyas. Also erstmal ist das nur ein Vermögen und dann kommt die nächste Liste gleich hinterher, dann wird das zu den fünf Malas, das sind den fünf Kräften, dann das ist, wenn man das Vermögen auch angewendet hat. Also die sind sehr gründlich immer mit ihren Listen. Und da haben wir Achtsamkeit, was wahrscheinlich alle kennen, so in der Mitte. Und man kann sagen, dann gibt es also so was sich gegenseitig austariert. Dann gibt es einmal dieses Vertrauen, Shraddha und Pranya als Weisheit und auf der einen Seite als Samadhi, als Meditation, aber auch im Sinne von Sammlung und Virya wieder als diese aktive Kraft, diese Energie zum Guten.
Wirja spielt eine große Rolle, also die haben sich auch mal die Mühe gemacht, schon ganz früh wirklich so alle geistigen Ereignisse aufzuschreiben, sind da auf große Mengen gekommen und es gab dann davon 11, die waren nur positiv. Die meisten sind gemischt oder auch nicht so ganz heilsam, aber 11 gab es, die sind nur positiv. Dazu ist eins Wirja. Und da wird es gern auch mit Eifer übersetzt, also eifrig bemühe ich mich. Dann gehört es zu den 4 richtigen Bemühungen, die ich eben schon mal genannt habe. Die sind wieder Bestandteil der sogenannten 37 Flügel der Erleuchtung. Also wenn ich da hin will, dann brauche ich das auch. Und ganz wichtig, und das, da werde ich mich jetzt auch drauf beschränken, sind dann die 6 Paramitas, das sind die 6 Vollkommenheiten, und die übt ein Bodhisattva. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um ja sich nochmal klar zu machen, wie funktioniert das eigentlich in buddhistischer Ethik. Es gibt halt den Buddha und die Bodhisattvas sind eigentlich auch schon so gut wie erleuchtet. Also da gibt es immer die archetypischen und dann die, die dann mal Buddha werden. Jedenfalls, das sind diejenigen, die sehr, sehr weit entwickelt sind und zum Wohl aller Wesen aktiv werden. Und die üben Dana, geben, Chila, Ethik, Shanti, Geduld, Virya, Energie zum Guten, Meditation und Weisheit. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist einfach, die tun das. Das ist einfach, wie ein Bodhisattva so ist. Ein Bodhisattva macht das. Die haben damit keine Mühe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich das klar zu machen. Das ist einfach, ein Bodhisattva gilt als so ein Wesen, das man sich vorstellen kann, das zum Wohl aller Wesen lebt. Also das ist auch das, was, denke ich, viele von uns als Buddhisten beflügelt. Die haben sich gesagt, ja klar, ich will weiser werden und ich will mitfühlender werden. Und das heißt irgendwie, ich möchte das zum Wohl aller Wesen machen. Also nicht nur so für mich, sondern auch für alle. Also das hat eine ganz starke altruistische Dimension. Und dann ist es toll, wenn man so ein Vorbild hat in der Form eines Bodhisattvas. Und da ist eben Virya einfach die Energie, die so ein Bodhisattva antreibt. Also das wäre so, wie wenn man, wenn ich sage, da hinten, da geht jemand auf der Straße, das ist ein Bodhisattva, den würden sie, wenn sie dem so ein bisschen hinterherlaufen würden, daran erkennen, dass der diese Qualitäten hat. Das ist nichts, was, ne, also der Bodhisattva würde einfach diese Qualitäten haben. Dass der aus sich heraus mit Freude so lebt. Ne, das ist so ein Bodhisattva. Du guckst gerade so verwundert. Ja, aber so ein bisschen, muss schon ein bisschen hinterhergehen und schon merken, was er macht. Mir geht's, glaube ich, darum, das ist nicht so einer, der auf, der hat keine Mühe. Das ist einer, der die Qualitäten hat. Das heißt, es gibt nicht irgendein Gebot, so sollst du sein, sondern man hat Wesen kennengelernt oder kann sie sich vorstellen, die so sind. Und das ist, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Das ist ein anderer Ausgangspunkt, um selber vielleicht so animiert zu sein, so einem Vorbild zu folgen. Ja, das soll jetzt aber auch mit den Listen erstmal genug sein. Ich glaube, die machen aber vor allen Dingen deutlich, also was für eine zentrale Qualität das im gesamten spirituellen Leben ist. Und ich habe dann gedacht, wieso habe ich denn eigentlich, nachdem ich so in letzter Zeit mal wirklich ganz angetan war von Virya und dachte, oh, klasse und Energie zum Guten, das hört sich doch gut an. Und überhaupt, was ist denn so schlimm an Mühe? Und klar, das Leben ist manchmal ein bisschen anstrengend und mühsam, aber ich persönlich habe wirklich
war, ich wollte gar nichts mehr damit zu tun haben. Also mir brauchte man nur kommen, irgendwo stand Würja, bleibt mir vom Leibe. Und Gott, wenn ich das Gefühl hätte, das war ich ganz alleine und das ist meine Spezialmacke, dann würde ich da jetzt keinen Vortrag drüber halten. Aber mir ist dann über die Jahre von so vielen Leuten erzählt worden, dass ihnen das ähnlich gegangen ist, dass sie so viele Schwierigkeiten hatten. Immer Mühe, immer Bemühung, immer muss ich mich anstrengen. Ich kann nicht mehr. So kommt das manchmal rüber. Und ich glaube, das ist auch einfach, viele von uns sind berufstätig und haben durchaus ein vollen Tag jeden Tag hinter sich zu bringen, haben anstrengende Dinge im Beruf zu erleben, haben zum Teil lange Autofahrten zum Beruf und zurück und dann auch noch zum buddhistischen Zentrum zu machen und dann haben sie noch an mehreren Abenden irgendwelche interessanten buddhistischen Begegnungen in Studiengruppen oder Vorträgen. Oh. Also, und dann meditieren sie auch noch jeden Tag möglichst. Also, es kann viel werden. Und da, also, da ist mit dem Begriff Mühe, also manchmal ganz viel verbunden, was eher so negativ einem vorkommt. Oder zum Teil, also, ich habe das manchmal selber damals, ich hatte da auch eine beruflich angespannte Zeit. Und ich habe dann manchmal, wenn ich das Wort nur hörte, das hat überhaupt nichts mehr mit Energie für mich zu tun gehabt, sondern ich habe das irgendwie fast als lähmend empfunden. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt also was war es denn da eigentlich, was ich so schwierig fand? Und bin zu dem Schluss gekommen, also plötzlich kam mir das und das. Das ist jetzt natürlich nicht tief erforscht, sondern das sind einfach ein paar Anmerkungen, ein paar Gedanken, was, wo das herkommen könnte vielleicht. Und mir schoss als erstes durch den Kopf so ein Grabstein. So, das Leben währet 70 Jahre und dank Google habe ich dann die Stelle auch gefunden in der Bibel. Es ist ja doch klasse, ne? Weil das hätte ich nicht gewusst und jetzt weiß ich, das ist, nein, das ist es nicht, sondern das ist hier. Psalm 90 kommt das vor in der Bibel. Und dann dachte ich, dann will ich doch jetzt nochmal richtig haben. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, nein, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen. Hm. Ja, ne? Das ist, hat Luther so übersetzt. Und ich glaube, selbst die von uns, die jetzt vielleicht, also ich bin nicht sehr christlich erzogen worden, das ein bisschen. Ich habe auch, also ich bin noch erstaunlich bibelfest, merke ich manchmal, weil ich im Konfirmandenunterricht war und wahrscheinlich, weil ich mich immer so gerne mit dem Pfarrer rumgestritten habe. Dem hat das dann auch Spaß gemacht und dann musste ich ja immer nachgucken. Also das fiel mir dann immerhin ein. Das hier ist nicht wirklich sowas, was einen auf irgendeinem spirituellen Weg so begeistert. Und dann dachte ich ja irgendwie, das ging ja schon ganz am Anfang los. Da war doch diese Geschichte mit Adam und Eva. Und das war dann auch nochmal, als ich die dann nochmal nachgelesen habe, der Sündenfall. Also ihr kennt das alle, vermute ich mal. Also Adam und Eva im Paradies hatten es nett. Und wirklich so ein bisschen Schlaraffenlandmäßig und durften bloß nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Die Schlange hat Eva verführt, die hat das gemacht. Frauen sind da ja immer sehr neugierig und wollen es wissen. Und dann war Gott sehr erbost, Adam hat auch davon gegessen und dann passierte es nämlich. Und dann hat Gott sich hier schon ziemlich heftig aufgeregt, dass das nun doch eigentlich nicht so sein sollte und Feindschaft zwischen dem Weib und der Schlange und lauter so unangenehme Sachen. Und jetzt hier wörtlich. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein.
Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du gekommen, genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Nun geht das weiter. Ja, und das ist natürlich die Vertreibung aus dem Paradies, und dann ging es los. Also das ist im Prinzip für, ich dachte so wirklich, ja, die Geschichte kenne ich, vielleicht kennen die andere auch noch, aber die hat sich doch tief so in unseren kulturellen Hintergrund auch eingegraben. Also wir haben manchmal Sachen, glaube ich, in unserer Kultur, die wir gar nicht mehr genau wissen, wo sie herkommen, die aber irgendwo eine Rolle spielen. Da kommen dann so Sachen, so blöde Sprüche, die man immer mal wieder hören kann, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und sowas geht alles auf sowas zurück. Und ich denke wirklich, es könnte sein, dass solche christlichen Hintergründe, und es gibt noch mehr Stellen, wo man sowas finden kann, speziell im Protestantismus ist immer Mühe, also eine besonders, macht das wirklich viel aus, dass das da dahinter steckt. Und ich glaube, da steckt auch, also da kann man ein bestimmtes Welt- und Menschenbild draus lesen. Also dass Mühe eigentlich darin vorkommt als so eine Art Strafe. Also ich meine, die sind ja mit diesem Mühen, mit dieser Mühseligkeit bei der Vertreibung aus dem Paradies von Gott bestraft worden. Und zur Strafe müsst ihr jetzt in Zukunft mühselig und beladen euer Leben führen. Und das steckt natürlich in der christlichen Ethik schon so ein bisschen drin. Also die geht schon davon aus, es gab eben diesen Sündenfall, und die Menschen sind sündig und schlecht, so von Grund auf, also diese Erbsündengeschichte, und nötig sind wirklich strenge Gebote und Verbote, und damit müssen Menschen so ein bisschen gebändigt werden, damit es nicht noch schlimmer kommt mit ihnen. Also so ein Grundsatz dahinter ist doch eher Strafe und Misstrauen. Und ich dachte, das ist so ein großer Unterschied zum buddhistischen Menschenbild und auch zu dem, was so die Prinzipien buddhistischer Ethik ausmachen. Also da kann man die tatsächlich, auch wenn die einzelnen Vorsätze ganz ähnlich klingen wie die Gebote, die man im Christentum hat, ist so der Hintergrund so anders. Also im buddhistischen Menschenbild ist klar, also solange wir unerleuchtet sind, und die Welt anders haben wollen, als sie ist, was unerleuchtete Menschen immer ganz gerne so hätten, solange gibt's schon sowas wie Dukkha, wie Leiden. Das ja. Aber Menschen sind im buddhistischen Menschenbild absolut fähig, und zwar alle, wenn sie sich denn bemühen, Erleuchtung zu erlangen, das heißt, sich zu entwickeln, zu gucken, woher das Leiden kommt und das Leiden dann auch zu überwinden. Sie sind dazu fähig. Und dazu gibt's Methoden und dazu gibt's eben Vorbilder, wie diese Buddhas und Bodhisattvas, an denen man sich orientieren kann, um dahin zu gelangen. Und ich denke, das ist ein wirklich ein völlig anderer Ansatz, zu sagen, oh ja, bei euch ist alles drin, macht mal, als wenn man sagt, tja, das ist schon ganz schrecklich. Ihr habt so von Anfang an alles falsch gemacht und die Sünde ist da und ihr seid mit Schuld beladen und ihr müsst jetzt aber bestimmte Gebote einhalten, damit es nicht noch schlimmer wird. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, warum ich überhaupt ein ethisches Leben führen möchte. Wie gesagt, mit aller Vorsicht, also ich will jetzt auch hier gar nicht sagen, das ist das letzte Wort, aber mir kam das, dass das vielleicht so ein Hintergrund war, warum ich mit dem Aspekt, der in Wirja durchaus auch drin ist, natürlich ist es manchmal mühsam, aber warum ich da so
also so einen Widerwillen gegen hatte und auch das immer so schwierig fand, ihm zu folgen und mich darauf einzulassen. Vielleicht hat mich das dann doch wieder eher an so einen Hintergrund von, du sollst und musst auch mit Mühe dein Leben fristen erinnert. Also irgend sowas könnte eine Rolle gespielt haben. Ja, und ich denke, wenn man so dieses buddhistische Welt- und Menschenbild eben auch, was eine Rolle spielt fürs spirituelle Leben, da mal so gegenstellt, dann haben wir den Dharma, so die buddhistische Lehre, in vielfältiger Form als Anleitung, dann haben wir Methoden, Meditationen und so weiter. Und dann haben wir, was sehr schön ist, Vorbilder. Also dann haben wir den Bodhisattva, der da hinten auf der Straße geht, oder den Buddha selbst. Also der eigentlich so ein Vorbild war auch über lange, lange Zeit. Und das lohnt eigentlich immer wieder, sich vor Augen zu führen, ja, wie hat er denn gelebt? Wie war, also das ist sehr spannend, auch die Lebensgeschichte des Buddha sich immer mal wieder anzugucken und zu überlegen, ja, der ist ein Vorbild auch. Der hat auch sowas wie einen Vorbildcharakter. Hat immer gesagt, was ich erlangt habe, könnt ihr auch. Ihr könnt das alle. Und ein werdender Buddha oder ein Bodhisattva übt eben die Paramitas, der übt Ethik geben, er übt dieses alles mit Geduld und mit Energie zum Guten, Meditation, Weisheit. Und Virya, diese Energie zum Guten, ich glaube, die brauchen wir auch immer dann, wenn man gegen so eine Art Gleichgültigkeit angehen muss. Also wir haben alle Phasen im Leben oder wenn wir irgendwelchen Dingen begegnen, wo man sich gar nicht so richtig drauf einlässt, so weder noch, aber eben auch nicht richtig hingucken will und auch bei sich selber nicht so richtig hingucken will. Und denkt, ach, ja, spielt das eine Rolle, wenn ich was mache oder wenn ich nicht mache? Und dann kommt so eine Art faule Gleichgültigkeit. Aber wenn man so ein Vorbild hat, finde ich, dann ist ja da so im ganz positiven Sinne Bewunderung. Das ist eigentlich, also ich glaube, ein Vorbild unterscheidet sich auch, man ist nicht neidisch, sondern man bewundert ehrlich. Und macht dann jemand, der oder die viel besser ist als man selber, nicht runter, wie man das machen würde oder manche Leute machen, wenn sie neidisch auf jemand sind und da irgendwie dann doch irgendwie so ein schlechtes Eckchen entdecken, sondern kann, also wenn man bewundert, wenn man ein Vorbild hat, kann man so ehrlich sich mitfreuen, dass es jemand gibt, der so klasse ist. Einfach schön. Und ich glaube, wenn man sich selber sich mal wieder traut, jemand als Vorbild zu nehmen oder eine Figur wie ein Bodhisattva, dass das auch mit einem selber was macht, dass man so in... ich glaube, wir haben alle, eigentlich haben wir alle ein ethisches Gewahrsam, manchmal würden wir es vielleicht Gewissen nennen oder so. Und wir haben eine gute Intuition, da, wo wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Da gibt's oft mal so ein kleines Zögern. Ich würde gerne großzügig sein. Nehmen wir mal sowas. Und, so ein kleines Zögern. Ach, ist jetzt aber ein bisschen viel und ach, muss doch heute nicht sein. Und ich glaube, das sind so Momente, wo man dann in dem Moment Virya brauchen könnte auch wieder, um zu sagen, wieso? Was würde denn jetzt der Buddha machen? Oder, mein Name sagt es Tarachitta, also was würde Tara machen? Das ist jetzt so, die habe ich so als Vorbild. Und in vielen Sachen würde jetzt, ist völlig klar, der Buddha würde nicht zögern zu helfen, zu geben. Vielleicht würde auch irgendwann mal sagen, ach ja, nu, also... Jetzt tu mal nichts, das geht auch nicht ununterbrochen tun, sondern jetzt sei mal einfach geduldig und sei einfach Zeuge dessen, was da ist und mach dir klar, du kannst jetzt nichts machen, also mit Klugheit was sehen. Aber
der Buddha würde nicht einfach weggucken und nur gleichgültig sein. Also er würde auf jeden Fall sich einlassen. Und ich glaube, wenn man so ein Buddha-Bodhisattva als Vorbild hat, dann versucht man auch, die Qualitäten, die da als Möglichkeit sind, auch zu üben. Also Sangharakshita, also so unser Lehrer hier, der hat in einem Buch, das heißt das Bodhisattva-Ideal, also dieses Ideal, was große Teile des Buddhismus sehr beeinflusst hat, uns hier auch, hat er sich mal darüber ausgelassen, was heißt das eigentlich, wenn jemand, was öfter mal vorkommt, behauptet, er hätte nicht genug Virya. Er hätte keine Energie. Was ja immer mal vorkommt. Also was ich wahrscheinlich damals auch so empfunden habe, als ich so diese Reflexivität hatte. Und er sagt, das ist eigentlich eine ganz komische Brille, durch die man da guckt. Im Prinzip ist diese spirituelle Energie, die wir Virya nennen, grenzenlos verfügbar. Das ist nichts, was ganz weg ist. Die Frage ist nur, kann ich mich damit verbinden? Und das fällt nicht immer unter allen Umständen leicht. Und er macht so ein paar Vorschläge, die ich einfach sehr lebenspraktisch fand. Er sagt, es gibt zum Beispiel sowas, was man blockierte Energie nennt. Wir haben manchmal, so das Gefühl, so meine Energie, die ist blockiert. Und das findet meistens dann statt, wenn wir insgesamt so unsere Emotionen nicht zeigen. Wenn wir auch nicht zugeben, dass da welche sind, dass da jetzt Freude ist oder dass da jetzt Trauer ist. Aus so einer Angst vielleicht auch verletzt zu werden oder in eine peinliche Situation zu geraten, vielleicht fließen Tränen, gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich nur ganz cool dastehen will. Also dann halte ich das nieder. Und wenn man das sehr oft macht, dann blockiert man sich in mancher Hinsicht. Ein weiterer Punkt, den er dann nennt, sagt ja, Energie will fließen. Das heißt, sie muss auch irgendwo hin, wenn sie nachkommen soll. Und wenn man in seinem Leben ganz wenig kreative Sachen macht und ganz wenig Positives macht, wenn man ganz wenig hat, wo man diese spirituelle Energie wirklich bewusst hinfließen lässt, dann muss man sich auch nicht wundern, dann blockt das irgendwo. Und dann hat man auch das Gefühl, da ist doch nichts. Und er weist darauf hin, dass natürlich manchmal so Sachen wie Konditionierung eine Rolle spielt. Einfach in Familien, da spielt es eine große Rolle, das tut man oder das tut man nicht. Und dann hält man sich an äußeren Formen fest und lässt so gar nichts mehr frei fließen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, der sagt, man könnte mal nachgucken, ob man in seinem Leben in ausreichendem Maße bedeutungsvolle Kommunikation hat. Ob man mit Freunden über Sachen spricht, die einem wirklich was Wertvolles sind, die einem was bedeuten. Ob ich da ganz alleine mit hocke. Und dann tut man das manchmal nicht. So, das ist die blockierte Energie. Das könnte so ein Punkt sein. Ein weiterer Punkt, sagt er, es gibt sowas wie vergeudete Energie und da sind wir wahrscheinlich heutzutage alle Weltmeister drin. Also damit Energie wirken kann, muss die ein bisschen in eine Richtung zusammenwirken. Und wenn die in 1000 verschiedene Richtungen gibt, dann gibt es nachher dünne kleinere Saale und man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass das eine Kraft ist zum Guten. Und da nennt er auch ganz interessante Sachen. Er sagt, also eine der wichtigsten ist, die wir uns gar nicht klar machen, wir ergehen uns oft in negativen Emotionen. Also wo auch immer, wir gehen uns in Angst, in Hass, wir nöckeln aneinander rum oder haben sowas wie Eifersucht.
Wut sicher oder so eine Neigung, alles zu ironisieren, was irgendwie auch mal Spaß machen kann, aber wenn das so ins Zynische geht, so, also so nichts wirklich ehrlich wertvoll dastehen lassen, sondern so dieses Rumnöckeln auch, kann furchtbar sein. Sagt ihr, das ist typisch. Also da geht Energie verloren in tausend kleinen Rinnsalen, alles so ein bisschen fies, aber weg ist sie. Ne? Also man kann die dann nicht mehr für was Gutes zusammenbringen. Und so, was er empfiehlt, so rein lebenspraktisch ist, manchmal ist es einfach gut, mehr wirklich darauf zu achten, in seinem Leben ab und zu Stille zu haben, Phasen von Stille und vielleicht auch weniger Input aller Art. Also dass man einfach wirklich guckt, ja, ich muss nicht alles wissen, was man wissen könnte heutzutage. Ich muss nicht Stunden am Internet verbringen und da und da und da. Ich kann das ein bisschen, also ich kann mir einfach Plätze schaffen, wo ich wirklich mit mir sein kann und gucken muss, zugucken kann, was in mir eigentlich los ist. Ein drittes sagt er, ja, also für diese spirituelle Energie gesehen, die wir Virya nennen, es gibt einfach manchmal Energie, die ist relativ grob und die ist unglaublich praktisch, wenn wir irgendwelche größeren Aktivitäten wie Hausbau oder sowas haben, aber die ist für feinere spirituelle Praktiken dann ein bisschen grob. Und da müssen wir auch wichtig, da müssen wir auch üben, unsere Energien, die wir haben, mit denen so umzugehen, dass die eben für feinere Übungen wie Meditation auch geeignet sind. Wenn jemand so von sich sagt, oh, ich habe viel Energie, dann denken wir oft, das heißt sowas wie Bäume ausreißen. Und wie gesagt, die Bäume ausreißen Energie ist für manche Dinge unglaublich praktisch, aber für viele Dinge im spirituellen Leben ist die ein bisschen grob. Und wenn man einfach guckt, es gibt so viel Energie, die in dieser Beständigkeit und solch in diesem dauernden Beiwassein liegt. Genau. Claudia habe ich gerade im Auge. Die hat hier unten diesen wunderbaren Lichtstupa im Vorraum gemacht. Also sowas da ist, also da, das war für mich auch ein Inbegriff von wirklich Virya über einen Zeitraum von mehreren Wochen mit großer, großer Geduld immer diesen Stoff da dran zu nähen. Also mal abgesehen vorher war auch ein bisschen gröbere Energie nötig, um diese Metallstäbe zu biegen. Aber also es kann auch eine ganz feine Energie sein, die muss auch gepflegt werden. Ja, und wenn man Virya als Energie zum Guten sieht und einfach ein Bodhisattva als Vorbild, dann kann man da sehen, im Bodhisattva fließt diese Energie frei und ist auch freudig und manchmal sogar verspielt zum Wohl aller Wesen. Also wirklich, da ist dann auch Enthusiasmus so angedacht. Es gibt da ein wunderbares Beispiel, was Shantideva mal nimmt. So ein Bodhisattva hört auch nicht auf. Der sagt auch nicht so, jetzt ist aber genug Virya heute gewesen, also jetzt muss ich mich mal ein bisschen ausruhen. Sondern nein, wie ein Elefant in der größten Mittagshitze auf einen Teich, den er sieht, freudig zuläuft und ohne zu zögern hineinspringt und rumprustet und trompetet, so wird der Bodhisattva handeln und nämlich aus dem Teich wieder rauskommen und hopp, hopp, hopp zum nächsten Teich wieder reinspringen und weitermachen. Also man kann sich diese freudige Energie auch einfach richtig nett vorstellen. Also diese Bodhisattvas haben alle bei großer Verfeinerung auch eine Neigung zum manchmal sogar Verspielten. Das ist nicht schrecklich, was die machen, auch wenn das viel ist, dem Wohl aller Wesen helfen. Als Bodhisattva, wenn man denn mal so weit ist, es wäre ja nur noch ganz natürlich Enthusiasmus. Und für uns mag das ja manchmal noch ein bisschen Mühe sein, aber ich glaube, wenn wir uns so mit diesem Bild, mit diesem Vorbild
mit dieser Vorstellungskraft, was es letztlich sein kann, verbinden, dann kommt man selber auch mehr in dieses Freudige rein. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir bestimmte so kreativere Sachen machen, da ist man dann ganz drin. Da ist, ich glaube, man nennt das heutzutage, da ist man im Flow. Und das hat von der Wortbedeutung her auch einen schönen Bezug zu dieser Energie. Da ist man wirklich so ganz und gar drin und nachher hat man vielleicht 5 Stunden da was gemacht und sagt, ach, jetzt ist schon so, schon abends, wie ist die Zeit vergangen? Das war ja richtig toll heute. Ich habe das Gefühl, dass ich habe wirklich was geschafft. Es war erfüllend und das war eine Freude. Und ich glaube, Virya ist eigentlich die Haltung dahinter, die aber dazu führt, dass man dann im Tun Freude hat und dass man ganzherzig ist und dass es einem dann auch eine große Zufriedenheit geben kann. Und sozusagen die freudige Ausdauer eines Bodhisattva wird immer wieder mal beschrieben. Und er ist unerschütterlich, wenn er so handelt und frei vom Stolz. Und er ist unersättlich in seinem Tun, wie der Elefant unersättlich ist, von Teich zu hüpfen. Und dann wird auch versprochen, zum Beispiel Gampopa, er verspricht das, man wird Erleuchtung erlangen und außerdem vorher schon weltliches Glück, wenn man auf diese Art lebt. Weil es geht einem einfach gut, wenn man ganz herzlich irgendwas tut. Und damit, denke ich, bin ich jetzt auch bei der Beantwortung dieser Frage, ja, ist das die Mühe wert, was habe ich denn davon? Und der Buddha hat in dem ganz bekannten Kalama Sutta, das eigentlich für was ganz anderes bekannt ist, aber noch einiges gesagt und hat einem sozusagen den vierfachen Trost gegeben. Und deshalb dachte ich, den gebe ich hier mal weiter so auf den Weg. Wenn es denn mal anstrengend ist, kann man sich immer sagen, ah ja, es ist aber die Anstrengung oder die Energie zum Guten und der Buddha hat mir den vierfachen Trost gegeben. In diesem Kalama Sutta, da haben vielleicht viele schon mal was von gehört, die Kalama waren so eine ganz skeptische Gruppe, die gesagt hat, also die versprechen einem das, die sagen, das wäre richtig, die sagen, das wäre richtig, gehen damit zum Buddha und sagen, nun, wie ist es denn? Und der Buddha macht also sehr, sehr ausgiebig so ein Frage- und Antwortspiel mit denen und so, dass die dann selber darauf kommen, dass der Buddha wahrscheinlich schon der Klügste ist. Und er geht einfach durch, das kann ich jetzt zusammenfassen, es wiederholt sich in diesen Sutras immer ein bisschen, und sagt dann eben, ja, also bestimmte Dinge, wenn ihr sie ausführt, sind heilsam und andere sind unheilsam, die kommen dann immer selbst drauf. Und der Buddha sagt, wenn ihr aber Kalama selber erkennt, diese Dinge sind heilsam, untadelig, werden von Verständigen gepriesen und wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Segen und Wohl, dann, o Kalama, möget ihr sie euch zu eigen machen. Und eben nicht nur, weil man sie vom Hörensagen kennt oder weil irgendjemand anders gesagt hat. Also das ist so das ganz Berühmte, dass der Buddha sagt, prüft es selber, probiert es einfach. Und wenn es dann stimmt, dann handelt danach. Derart von Begierde und Übelwollen befreit, unverwirrt, wissensklar und achtsam, durchdringt der edle Jünger mit einem von Güte, von Mitleid, von Mitfreude, von Gleichmut erfüllten Geiste die eine Himmelsrichtung, ebenso die zweite, ebenso die dritte, ebenso die vierte. So durchdringt er oben, unten, quer inmitten, überall, allerwärts, die ganze Welt mit einem von Güte, Mitleid, Mitfreude oder Gleichmut erfüllten Geiste, einem weiten, umfassenden, unermesslichen, von Hass und Übelwollen befreiten.
mit einem derart von Hass und Übelwollen freien, also unbeschwerten, also geläuterten Geiste, ist dem edlen Jünger noch bei Lebzeiten vierfacher Trost gewiss. Da haben die nämlich auch nachgefragt. Und der Buddha sagt dann, gibt es eine andere Welt und gibt es eine Frucht, Frucht guter Taten, ein Ergebnis guter und schlechter Taten, so ist es möglich, dass ich beim Zerfall des Körpers nach dem Tode auf glücklicher Daseinsfährte erscheine in himmlischer Welt. Diesen ersten Trostes ist er gewiss. Gibt es aber keine andere Welt, keine Frucht, kein Ergebnis guter oder schlechter Taten, so dass man es wahrscheinlich hierzulande viele Leute, die eher so materialistisch denken, annehmen, so lebe ich eben hier in dieser Welt ein leidloses, glückliches Leben, frei von Hass und Übelwollen. Dieses zweiten Trostes ist er gewiss. Wenn nun einem Übeltäter, der also nicht die ethischen Vorsätze übt, Übles widerfährt, ich selber aber gegen niemanden Übles im Sinne habe, wie kann da wohl mir, der ich nichts Übles tue, Unheil widerfahren? Dieses dritten Trostes ist er gewiss. Wenn aber einem Übeltäter nichts Übles widerfährt, so weiß ich mich hier eben auch beiderseits rein. Diesen vierten Trostes ist er gewiss. Mit einem derart von Hass und Übelwollen freien, unbeschwerten, geläuterten Geiste ist dem edlen Jünger noch bei Lebzeiten dieser vierfache Trost gewiss. Ja, die freuen sich natürlich und sagen dann diesen, geben ihrer Freude Ausdruck, vortrefflich, o Herr, vortrefflich, gleich wie man, o Herr, Umgestürztes wieder aufrichtet oder das Verborgene enthüllt, oder den Verirrten den Weg weist, oder in die Finsternis ein Licht bringt, damit wer Augen hat, die Gegenstände sehen kann. Ebenso hat der Erhabene auf mancherlei Weise die Lehre aufgezeigt. Unsere Zuflucht nehmen wir zum Erhabenen, zur Lehre und zur Mönchsgemeinde. Als Anhänger möge uns der Erhabene betrachten, als solche, die von heute ab zeitlebens Zuflucht genommen haben. Das waren die skeptischen Kalama, die dann nachher überzeugt waren und vermutlich anschließend unter anderem mit Virya ihr spirituelles Leben geführt haben. Und damit mache ich jetzt Schluss für heute.